Cheerio, meine Lieben. Ja, Mitleidenden, willkommen zurück zu Kyo's Adventure. So. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier jetzt weiterkommen. Ist irgendwas neben dem Brunnen? Da, lass mal reingucken. Wer ist Sadako? Ah, alles klar. Ah, okay. Da ist also jetzt Gas oder so ein Kram drin. Ist das Giftgas? Scheint, dass nur wenig Sauerstoff im Umzug ist. Ich sollte mich beeilen, hier rauszukommen. Ich wusste es. Ah, ich wusste es. Nein. Nein. Ah. Die haben mein Gesicht gefressen. Okay, gut. Nochmal. Nein. Böse. So. Wie sie da in Ruhe stehen und was sagt, während die anderen da... Ich meine, so weit ist das, ist der Weg ja nicht wirklich. Oh, wow. Aua. Aber so schnell komme ich da gar nicht durch. So schnell komme ich da gar nicht durch. Also wie das da gerade gegangen ist. Ach Leute, nein, nein. Ich speichere hier nochmal ab. Aber eher hier. Böse Leute. So. Blablabla. Ja, ja, ja. Sowas wie Rennen und so gibt es hier nicht, ne? Nö. Boah, puh. Ich ist es ne. Verfüßt. Alter. Wie war das so mit Korpsparty hier? Was? PlayStation, Nintendo, Xbox. Error. Nein! Ach, der eine, der hat wahrscheinlich die Lösung, wa? Ah. Alter, das ist unfair. Nein!
Okay, bedroht, die haben mich in die Enge getrieben. Mir ging auch langsam die Zeit aus. Och nö, jetzt muss ich aber wieder durchlaufen. Nein, falscher Speicherschutz. Nee, egal. Was? Nintendo, PlayStation? Ach, die Knöpfe da oben, klar. Och, ich Idiot. Der meinte wahrscheinlich das Bild, was da oben drauf zu sehen war. Ja, gut. Dann nochmal. Neuer Versuch. Next try. Genau, diese Dinger da zerfressen einem das Gesicht. Keine Ahnung warum. So, jetzt gehen wir hier wieder hin. Wir wissen ja mittlerweile, wie es funktioniert. Achso, das war's schon. Hi Leute. Okay, das ist PlayStation. Obwohl, das ist Nintendo. Nintendo. Hä? Das ist so eine Xbox, oder? Xbox. Oh. Da. PlayStation. Nintendo. Hä? Ich bin verwirrt. Also PlayStation, Xbox, Nintendo. Alter, das war knapp. Ah, endlich bin ich draußen. Ich denke, ich brauche das Ding nur nicht mehr. Ja, weggeschmissen wahrscheinlich, ne? Ich war fast tot. Ah, frische Luft, endlich. Ich habe den Büchereischlüssel. Nun kann ich diesen Ort verlassen. Natürlich, schmeiß weg. Weißt du? Warum sollte man auch, warum sollte man auch den Dings behalten, ne? Die Gasmaske. Ist ja nicht so, als wenn man sich vielleicht mal irgendwo das gebrauchen könnte. Gut, das speichern wir jetzt aber. Das heißt, wir können die Bücherei jetzt verlassen. So. Hoch hier. So. Eine Stadt. Was ist mit dieser Stadt passiert? Warum ist hier alles ja so zerstört? Wie ist es mit meinem Zuhause? War das auch zerstört? Als erstes muss ich einen sicheren Platz finden und herausfinden, was ich als nächstes tun muss. Ticket. Batsch. Get the can. Alles klar. Eine Soda. Ja, warum nicht? Du musst was so trinken. Oh oh. Mein Gott, Zombies! Hilfe, jemand hilft mir doch. Bobo! Wie war das noch mit Bobo? Otakus Adventure ist der beste Freund von unserem Charakter. Ja, danke. Hast du mich gerettet? Ja. Danke dir wirklich. Ach, kein Problem. Nenn mich Bobo. Wie soll ich dich nennen? Ich bin Kyo. Ich hab mich so gefürchtet und mich so hilflos gefühlt. Ich kann meine Freunde nicht erreichen. Wenn du mich nicht gerettet, wäre ich jetzt tot. Na, komm, beruhig dich. Du bist nur in Sicherheit.
Wie wär's, wenn du mit dir nach oben kommst und denen eine Pause gönnst? Es ist dort sicher und wärmer als hier draußen. Wirklich? Danke dir. Folge mir, okay? Gut. Hier lang. Okay. Ach. Mein Zuhause ist hier oben. Shotgun. Brauche ich das Handy? Ich pack das Handy mal weg. Na wunderbar. Shotgun Muni. Dann equippen. Gut. Aiden! Alter, der hat mich erschrocken. Du nerviger Zombie, ey. So, ich speichere mal. Nun, das hier ist mein Zuhause. Das ist hier sicher. Gerade ist es draußen ziemlich chaotisch. Ich denke, du bist besser hier. Danke dir. Wie auch immer, nun, ich will immer noch meine Freunde erreichen, meine Familie. Kann ich dein Telefon benutzen? Nun, die Telefone sind nutzlos. Alle Signale sind weg. Du scheinst müde zu sein. Ich hole dir den Katastee. Warte eine Sekunde. Hier, nimm's. Danke dir. Ich fühle mich so. Hey. Warum fühle ich mich so müde? Weil ich etwas dann Schlaftabletten in den Tee getan habe. Was? Wirklich? Was willst du? Ach, du bist dumm. Ich bin ein bisschen durstig. Trink den Tee. Verdammt, ich hab's getrunken. Ich bin so dumm. Oh Gott, müde. Warte. Ich muss sie jetzt festbinden. Ihre Hände festbinden. Verdammt, so müde. Aber ihre Festbinden sollte kein Problem sein. Ich werde dich bestrafen nach dem süßen Traum. What the fuck? Yo. Hilf mir. Bitte, hilf mir. What the fuck? Das war ein Traum. Was ist passiert? Warum habe ich geschlafen? Meine Hände, ich kann sie nicht bewegen. Oh. So, der Kerl. Nein. Was ist, wenn dieser Typ was Schlechtes mir antut? Ganz ruhig. Aber wenn er... Wie kann ich... Unmöglich. Ich trage nur noch meine Klamotten. Was will er von mir? Jedenfalls ist es eine gute Chance, während Zwecklauf, wenn er schläft. Und jetzt? Meine Hände sind festgebunden. Ah.
menschliche Arme. Das ist schrecklich. Warum sind da zwei Köpfe im Schrank? Will das gleich mit mir tun? Moment, das ist ein Schlüssel. Ah ja. Alles klar, sehr schön. Also in... Das ist toll. In Otaku's Adventure ist Bobo ein relativ netter Typ. Ja, und hier? Ich weiß nicht, ob es schlau ist zu speichern, deswegen mache ich mal unten. In Otaku's Adventure ist er voll unser Kumpel. Und... Und hier ist er voller Psycho. Das ist natürlich toll. It's locked. Most of them are age 18. Ich verstehe nicht, was ich machen soll jetzt. Ich war in der Küche. In der Küche waren ja, sind ja im Grunde Messer gewesen, mit denen wir doch eigentlich die Dinge hätten aufschneiden können. Dann Schuhe. Es muss doch in der Küche sein. Also jetzt, sorry, wenn ich das mal sage. Aber, das ist die Küche. Ja, guck mal, da vorne ist ein Messer. Aber sie sagt ja nur hier, da sind, da. Messer. Da unten, da sind doch Scherben hier. Yay. Oh. Nein, es kommt. Wow. Hm? Töten. Deine Finger. Ugh. Nein! Nein! Bobo, wie kannst du nur? Der wird all unsere Sachen. Das ist das Problem, er hat all unsere Sachen.
So Leute, bevor wir aber jetzt hier weitermachen, schauen, was wir hier vielleicht entkommen. Wenn nicht die Folge für heute. Ihr schmeißt einen Daumen hoch, denkt daran zu abonnieren. Ja, und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie wir Bobo entkommen und ob wir überhaupt unsere Sachen wieder kriegen. Bis dahin. Ciao, ciao.